Es regnet und es ist dunkel. Wir haben 23.07 Uhr in GTA Nr. 5. Mein Name ist LegionGamesLP und heute wollte ich euch ein kleines Easter Egg zeigen. Dieses Easter Egg könnt ihr wirklich nur finden gegen 23 und 12 Uhr. Auf der Karte zu sehen, genau hier. Ich zoome mal so weit raus, wie es geht. Und dann zoome ich mal ganz kurz nach vorne und ihr seht ganz genau, wo ich hier gerade stehe. Und genau hierhin müsst ihr gehen, um etwas wirklich, wirklich Gruseliges zu sehen. Und ich muss sagen, das war eine ziemlich geile Idee gewesen von Rockstars, das auf jeden Fall. So ein Easter Egg muss man sich auch erstmal überlegen. Und wir gehen jetzt einfach mal zum Easter Egg. Und ich werde dieses Easter Egg jetzt selber zum ersten Mal sehen. Und ich sehe es sogar schon. Alles klar. Ich weiß nicht, könnt ihr es schon sehen? Wir holen mal ein Scharfschützengewehr raus und zoomen einfach mal. Eine ziemlich, ziemlich geisterhafte Person. Ich denke, wir könnten uns dieser Person auch mal nähern. Machen wir mal ein bisschen schneller, damit wir sie auch noch bekommen. Wir gucken uns sie nochmal an. Ja, doch schon ziemlich, ziemlich gruselig. Ich denke, ich werde heute Abend auf jeden Fall ein paar Albträume haben. Scheiße, oh, da ist sie weg. Okay, weg ist sie. Wir gehen nochmal weg. Und da ist sie wieder. Das heißt, Leute, gegen 23 und 0 Uhr müsst ihr genau zu diesem Punkt hier hingehen. Könnt ihr euch am besten gut orientieren, wenn ihr hier auf dieser Schnellstraße seid. Dann biegt ihr einfach genau hier ab. Den Hügel hoch. Und dann seid ihr hier an dieser Stelle. Geht am besten von der Straße aus einfach hier lang. Und dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Platz gut finden. Mount Gordo. Und wir gehen jetzt einfach mal zu der Person, versuchen sie sogar zu erschießen. Aber sie ist ja ein Geist. Wir gehen jetzt einfach mal näher ran und gucken einfach, was wir dort finden. Ja, was steht da, Leute? Und wer ist überhaupt diese Person, dessen Name dort erwähnt wird? Jock. Es steht nicht Jack da, sondern Jock. Und Jock Cranley wird's wohl sein. Wie viel Uhr haben wir? 12 Uhr, Punkt 12, verschwindet dieses Zeichen hier. Ziemlich krass auf jeden Fall. Gegen 23 und 12 Uhr. Da noch schön da hinten der Leuchtturm. Sehr schön auf jeden Fall. Ein schönes Easter Egg. Und Jock Cranley ist ein Schauspieler, Stuntman sowie konservativer Politiker sowie der Mörder seiner Frau aus Grand Theft Auto Vice City Stories und GTA 4. Bekannt aus manchen Werbespots und TV-Sendungen. Jock Cranley, ein fiktiver Charakter in GTA. Und er hat wohl seine Frau getötet und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dies jetzt gerade seine Frau gewesen ist. Eine geisterhafte Erscheinung. Und ich denke, die Frau will uns damit sagen, mein Mann hat mich getötet. Rächt mich. Oder hab einfach Spaß an einem Easter Egg, ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe eigentlich erst gedacht, dass es irgendwas vielleicht sogar mit einem Camping-Mod zu tun hat, denn am Fuße dieses Berges findet man dann auch so ganz viele Zelte von Jugendlichen und so, die dort Party machen und auch ein paar Autos von den Jugendlichen. Und ich habe erst gedacht, es könnte ja sogar sein, dass einfach sozusagen die Leute gesoffen haben, dann ist irgendeine Scheiße passiert, das Mädchen ist gestorben und jetzt geistert sie hier herum. Aber so ist es wohl nicht. Es soll wohl auf Jock Cranley hindeuten, ob so ist. Kann man nicht sagen, aber Leute, seid euch sicher, so einen Zufall gibt es eigentlich nicht. Ihr seht schon das Wetter, wunderschön, oder? Für so eine geisterhafte Begegnung auf jeden Fall das richtige Wetter. Ich verabschiede mich von euch. Servus, Leute. Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.